Hallo und herzlich willkommen zur Weekly Challenge. Und diese Woche geht's auch hier in Murphy's Katakomben. Es ist die einfache Runde und ihr seht, es beginnt eigentlich auch recht einfach. Das heißt, wir haben sehr, sehr wenig Klickaktionen eigentlich. Wir müssen nicht aufpassen, dass wir in irgendwelche Fallen am Anfang laufen. Aber das ist ja meistens eh so bei den ersten 300 Metern. Auch hier könnten wir nochmal einmal drüber springen. Habe ich jetzt auf jeden Fall wohl nicht gemacht. Hier einmal runterziehen. Hier wird die Ringe hoch. Nochmal das gleiche wie ganz am Anfang kochen. Kennen wir ja alles schon. Das hier ist noch ein bisschen knifflig. Manchmal schafft man hier nicht ganz den Punkt zum Treffen. Muss ich dann vielleicht nochmal hochziehen. Aber ansonsten ist es diese Woche eigentlich ja eine recht einfache Weekly Challenge. Also das heißt, sie hat eigentlich diese wenig knifflige Stellen, so die ersten paar hundert Meter. Jetzt beginnt es dann langsam, jetzt wird es langsam ein bisschen kniffliger. Hier vielleicht bei den Aktionen, ja ich meinte eigentlich mehr bei diesen, genau. Das ist vielleicht auch noch eine Aktion, da verschwindet man sich manchmal ein bisschen. Aber sollte eigentlich für euch kein Problem sein, zumindest mal für diese Woche recht einfach zu erreichen. Die Aktion kennen wir. Hier runterziehen auch wieder. Hier hochziehen. Hier auf keinen Fall hochziehen. Hier wieder hochziehen. Hier kann nicht. Hier machen sie es wieder. Also jetzt wird es dann langsam ein bisschen tricky. Deswegen sind wir auch schon im Silberbereich. Gut, wir springen hier hoch. Rüber kennen wir alles schon. Abziehen, Auge klatschen. Rüberziehen. Abschneiden und hoch. Hier nochmal das gleiche wie gerade eben, hatten wir ja schon. Hier nicht aufpassen, dass man über die Seile vielleicht sogar drüber springt. Ist mir auch schon passiert. Hier einfach fallen lassen, Augenklappen bewähren. Und weiter springen, über die Ringe, weiter. Und jetzt haben wir eigentlich fast schon. Ja, ich glaube, jetzt haben wir die Goldmedaille in diesem Bereich. Ab jetzt wird es wieder ein bisschen einfacher, das heißt hier auch wieder drüber springen, hier auf den Sack, runterziehen und drüber. So, hier auch drüber. Sollte also kein Problem sein. Und hier schaffe ich leider erst zu spät den Absprung. Und ja, muss deswegen leider mich nur mit einem kleinen Goldpokal begnügen. Nichtsdestotrotz, ich hoffe es hat euch gefallen und bringt euch ein bisschen was. Und wir sehen uns dann nächste Woche zur nächsten Weekly Challenge. Danke euch, bis dann! Thank you.